Aufsteigerduell an der Kaiserlinde, der Liga-Primus. Die SV Elversberg mit 6 Heimsiegen in Serie gegen den VfB Oldenburg mit Doppelspitze. Coffee durfte neben Nick Woltemade ran. Für den verletzten Schnellbacher Dario Fossis Oldenburg im Vergleich zum Spiel gegen 60 München mit 2 Veränderungen und mit gut 100 Fans im Rücken. Die Elversberger, Frühstarter der Liga, früh auch wieder am gegnerischen 16er. Hier mit Jakobsen für Woltemade zum ersten, zum zweiten das 1:0. Keine 8 Minuten gespielt und die Elf aus dem Saarland in Führung. Traumpass hier aus dem Fußgelenk von Tore Jakobsen. 4 Oldenburger schauen nur zu. Militz kommt zu spät. Die Führung für den Gastgeber. Und in dem Stil ging es für die Weißen weiter nach vorne. Über Manuel Veit, Top-Vorbereiter der Liga. Für Rochel, für Woltemade. 2:0, 17. Der Doppelpack, er war geschnürt, weil sie schalten und walten können und einfach dann auch giftiger waren auf die zweiten Bälle. Hier Woltemade zum zweiten und Militz erneut geschlagen. Was war eigentlich mit dem VfB Oldenburg? Lange Zeit war nichts zu sehen. Wir springen in die 41. Minute. Dann Raphael Brandt mit dem allerersten Abschluss. Keine Probleme für Nicolas Christoph in dieser Situation, der Schlussmann der SV Elversberg. Horst Steffen, als Trainer ist ihm ein Aufstieg noch nie gelungen. Er scheint in dieser Saison ganz nah dran zu sein, klopft mit seiner Mannschaft ans Tor der zweiten Bundesliga. Hinein in die zweiten 45 Minuten und der VfB Oldenburg deutlich verbessert. Raus aus der Kabine mit Jakob Bokjans, einer der zwei Neuen. Das ist ein ordentliches Pfund mit dem linken Fuß an den Pfosten. Das war extrem knapp, extrem eng. Da hätten sie sich das Spiel wieder herholen können. Stattdessen andere Seite, Woltemade, Möschel verpasst, Rochelt 3:0. Yannick Rochelt, 8 Tore hat er geschossen, 8 hat er vorbereitet. Hier ist sein 9. Saisontreffer. Und wieder kriegen sie es nicht verteidigt in der Box. Woltemade an allen 3 Treffern beteiligt mit dieser Vorarbeit. Das 3:0. Und trotzdem, die Oldenburger taten mehr nach vorne, hatten mehr Ballbesitz und dann kommt der eingewechselte Orhan Ademi. Das hätte es sein können. Gute Chance für den Neuzugang. Er kam aus der rumänischen Liga zurück in die 3. Liga, aber auch er brachte den Ball nicht im Tor unter. Große Freude natürlich bei den Fans der Elversberger. Hinten raus dann noch Schreckmoment beim VfB. Pascal Richter verletzt sich nach diesem Zweikampf schwer, muss per Trage abtransportiert werden. Am Ende der negative Höhepunkt seines gebrauchten Fußballnachmittags für die Oldenburger. Wir wissen, wie schwierig es ist. Wir haben es probiert, kommen eigentlich sehr, sehr gut aus der zweiten Halbzeit dann raus und treffen den Pfosten und kriegen so in der Phase, wo wir vielleicht sagen, okay, jetzt kommen wir nochmal, kriegen wir das Dritte und dann kannst du so eine Mannschaft schwer stoppen. Wir haben das Tempo hochgehalten, haben sehr ordentliche Angriffe gefahren und verdient dann auch zur Pause schon geführt. Wir waren aufmerksam überwiegend und haben gut verteidigt. Insofern hat Oldenburg kaum Möglichkeiten gehabt, wieder ins Spiel zu finden. Die Elversberger, sie jagen sämtliche Drittliga-Rekorde mit den meisten Siegen, den meisten Toren, den meisten Punkten, stoßen die Tür wieder weiter auf in Richtung 2. Fußball-Bundesliga. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.